ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit dem ersten Update zur neuen Holzachterbahn, die 2012 im Europapark gebaut werden soll. Einige Einzelheiten wurden euch ja schon im vorherigen Video vorgestellt und jetzt folgen noch weitere. Der Name ist leider noch ein Geheimnis. Die Grundfläche beträgt 1,6 Hektar und der Hersteller wird Great Coasters International sein. Dies ist der führende Hersteller von Holzachterbahnen. Es werden rund 1000 Kubikmeter Holz verwendet und 36 Zimmermänner für den Bau benötigt. Mit der Bahn werden 20 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Besonderheit ist die Kreuzung der Schienen zweier anderer Attraktionen. Ich schätze mal, dass es zum einen Lendke Super Splash und zum anderen der Blue Fire Mega Coaster sein wird. Das Ganze begann in den vergangenen Tagen, als der Park einige Schnipsel eines Webplakats auf Facebook veröffentlichte. Die Freude am 17. Juni war natürlich groß, als das Plakat dann vollständig war und am linken Rand deutlich eine Holzachterbahn zu erkennen war. Jedoch ist die Auflösung noch lange nicht fertig, so Roland Mack in einem aktuellen Video. Denn sie möchten eine Geschichte bauen und das Ganze soll dann ein kleines Rätsel werden. Er versprach, dass sie uns nonstop informieren werden. Mit den Europaparksuchtis seid ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand. Wir werden dann immer wieder ein Video online tun, wenn es wieder Neues zum Projekt gibt. Danke fürs Schauen und bitte abonniert unseren Channel. Tschüss.